Neverwinter Nights Enhanced Edition. Das Wiederbeleben einer Spielreihe kann in unseren durchkommerzialisierten Zeiten eine kaum zu stemmende Mammutaufgabe werden. Die Ansprüche sind durch erfolgreiche Vorgänger hoch und das Zeit-Geld-Budget knapp. Natürlich, damals ging es auch schon um den schnöden Mammon, wenn Spiele langsam aber sicher das Licht der Welt erblickten, doch scheint die Entwicklung seither immer hektischer geworden zu sein. Wen wundert es da, dass lange erwartete Fortsetzungen von Klassikern aus Kindheitstagen plötzlich weniger Funktionen aufweisen als ihr viel älterer Vorgänger? Wenn diese dann auch noch bei der verfrühten Veröffentlichung vor Fehlern strotzen, macht sich Frust breit und einstige Serienfans schimpfen aus allen Rohren auf das einstige Objekt der Begierde. Damit das nicht geschieht, geht mancher Rechteinhaber einen alternativen Weg und verzichtet darauf, das Rad neu zu erfinden. Das einstige Vorzeigespiel wird Jahre nach seiner Erstveröffentlichung in einer aufpolierten Variante neu aufgelegt und der Spieler erhält, hoffentlich, das Objekt, das er früher so sehr geliebt hat. Gleichzeitig zieht eine angepasste Optik und Mechanik Spieler heran, die bei Erstveröffentlichung noch viel zu jung waren, um zur Zielgruppe zu gehören. So geschehen mit Neverwinter Nights Enhanced Edition. Uns freundlicherweise von Beamdog zum Test zur Verfügung gestellt. Zu Beginn geht die Reise in eine Zeit, in der Steam kaum erdacht bzw. für viele kurze Zeit darauf höchstens ein lästiges Beiwerk zum Spielen von Counter-Strike und sonst weitestgehend verachtet war. Wir schreiben das Jahr 2002 und Atari veröffentlichte seinen neuesten Titel Neverwinter Nights schon zu dieser Zeit todesmutig für Windows, Mac und Linux-PC. Das auf das Dungeons & Dragons Regelwerk aufbauende Rollenspiel aus dem Hause BioWare war keinesfalls das erste seiner Zunft, sprach jedoch viele Spieler wegen seines Spielprinzips, dem Diablo 2 überlegenen optischen Eigenschaften und nicht zuletzt wegen des beiliegenden Editors an. Letzterer erlaubte die Entstehung einer lebhaften und eingefleischten Community, welche sich selbst über lange Zeit mit neuen Inhalten und Ergänzungen zum Hauptspiel bereicherte. BioWare selbst lieferte bis 2008, also 6 Jahre nach Erstveröffentlichung, Patches und Korrekturen für den Titel nach, bevor mit Version 1.69 schließlich der Support eingestellt wurde. Noch heute steht der Linux-Spielemarkt in keinem Vergleich mit dem von Windows. Windows-exklusive Titel gibt es reihenweise, wohingegen höchstens einige versprengte Hobbyprogrammierer eine nur Linux-Version ihres Spiels anbieten. Man stelle sich diesen harten Markt, auf dem wir in den letzten Jahren definitiv enorme Fortschritte verzeichnen konnten, im Jahre 2002 vor. Sind Linux-Spieler heute im Vergleich wenige, dürfte diese Gruppe von Computernutzern zu dieser Zeit quasi nicht wahrnehmbar existent gewesen sein. Leider förderte meine Recherche zu dem Thema, warum man sich trotzdem zu einer Portierung entschied, keine brauchbaren Ergebnisse zutage. Fakt ist jedoch, dass BioWare mit der Veröffentlichung einer Version für Linux einen Nischenmarkt sondergleichen bediente. Dass Spielen unter Linux nicht immer derart einfach war, wie es sich heute darstellt, zeigt auch der Holasa-Artikel zu Neverwinter Nights sehr deutlich. Mit ca. 2400 Worten in etwa 17.900 Zeichen füllt der Artikel in ein Office-Dokument gepackt etwa 10 DIN A4 Seiten. Hier lassen sich verschiedene Wege der Installation unter Linux, Tipps und Tricks, aber auch Hinweise auf die verschiedenen Zusatzpakete, welche mit der Zeit für den Titel entstanden sind, finden. Vor allem die aus rechtlichen Gründen in der Linux-Version nicht enthaltenen Videodateien sorgten für ein informelles Aufblühen des Artikels. Nun aber zur Enhanced Edition. Wer annimmt, dass es sich bei der Enhanced Edition um ein lieblos hochgezüchtetes Experiment unerfahrener Entwickler handelt, der irrt. Mark Brockington und Jason Knipp, beide beteiligt an der Entwicklung des Originals von 2002, waren erneut an der Entwicklung der aufgehübschten Version beteiligt. Brockington war seinerzeit federführend für den Bereich Multiplayer und Scripting zuständig. Knipp hingegen schrieb die dem Spiel zugrunde liegende Aurora Engine. Ferner befindet sich Trent Oster, der Projektdirektor von damals, ebenfalls mit an Bord und leitet das hinter der Neuveröffentlichung stehende Team. Personen wie Bernhard Niff Stöckner, einer der Community-Betreuer von Neverwinter Vault,
Aber auch weitere Personen aus dem Modding-Bereich rund um Neverwinter Nights haben den Weg der Entwicklung der Enhanced Edition begleitet und ihre Eindrücke mit einfließen lassen. Die Enhanced Edition beinhaltet die originale Neverwinter Nights-Kampagne, die beiden Expansionspakete Shadows of Untide und Halls of the Underdark, sowie darüber hinaus drei Premium-Module, namentlich Kingmaker, Shadowguard und Witch's Wake. Soweit nichts Neues, all diese Inhalte sind auch mit dem in die Jahre kommenden Original zu haben. Womit die Enhanced Edition auftrumpfen kann, ist die Anpassung an aktuelle Monitore. Es wird sowohl 1080p als auch 4K unterstützt, was sich bei zweiterem besonders in der Darstellung von Inventaranzeige und anderen Fenstern bemerkbar macht. Auch die Grafikkarte bekommt ein Ticken mehr zu tun, da die Engine um Pixel-Shader, zusätzliche Effekte und allgemein knackigere und deutlichere Darstellung ergänzt wurde. Die neuen Grafikoptionen lassen sich in den Einstellungen nach den eigenen Wünschen anpassen. Wer absolut oldschool sein möchte, wählt den Vollbildmodus mit niedriger 4:3 Auflösung und deaktiviert jeglichen grafischen Klimbim. Ein ganz besonderes Schmankerl laut der Entwickler ist die Abwärtskompatibilität. Wer als Spieler bereits einen viele Stunden schweren Spielstand des Originals besitzt, soll diesen ohne weiteres in die Enhanced Edition importieren und fortführen können. Selbiges gilt auch für die benutzergenerierten Inhalte wie Mods und angepasste Kampagnen. Direkt nach dem Verkaufsstart stehen dem eingefleischten Fan unmittelbar danach sämtliche weitere Sonderinhalte zum Spiel zur Verfügung, darunter unter anderem Pirates of the Sword Coast, aber auch der digitale Soundtrack oder das Heroes of Neverwinter Portrait Pack als DLC. Der Bequemlichkeit halber wird ein Komplettpaket mit dem Namen Neverwinter Nights Enhanced Edition Digital Deluxe angeboten, welches diese und weitere Inhalte aufweist. Nun einige Worte zum Spiel selbst. In Neverwinter Nights Enhanced Edition übernimmt man die Rolle eines vordefinierten oder selbst erstellten Helden, der in die Geschehnisse der schwer angeschlagenen Stadt Neewinter verwickelt wird. Nach dem Kreieren eines Charakters inklusive Wahl des Geschlechts, Wahl der Rasse, Vergabe von Spezialfähigkeiten und so weiter, findet man sich selbst in der Akademie wieder, in welcher man allerlei Kurse besuchen muss, kann, um die Spielmechaniken zu erlernen. Im Sinne von einem Tutorial. Ist das Tutorial durchlaufen, beginnt das eigentliche Abenteuer mit einem Überfall auf besagte Akademie und man sieht sich fortan in die Schlacht für das vermeintlich Gute geschickt. Spielerisch hat sich zur Freude aller wenig geändert. Gesteuert werden kann über Mausklicks, aber auch über WASD ist es möglich, den Charakter über den Bildschirm zu bewegen. In den Einstellungen lassen sich verschiedene dazu passende Kameraeinstellungen wählen. Man nimmt Aufgaben von NPCs entgegen, hangelt sich am Hauptstrang der Geschichte entlang, erfüllt hier und da nebensächliche Aufgaben und kommt so immer mehr der eigentlichen Geschichte des Spiels auf die Schliche. Im Laufe des Abenteuers erlangt man über Handel, das Erledigen von Aufgaben oder durch schieres Glück beim Looten von Gegnern immer weiter neue, bessere Ausrüstung, die den eigenen Charakter schützen, verstärken oder anderweitig bevorteilen. Mit jeder erledigten Aufgabe erhält man Erfahrungspunkte, die den Spieler früher oder später Stufen aufsteigen lassen. Mit jeder neuen Stufe wiederum können Punkte auf Fähigkeiten vergeben werden, die fortan besser ausgeführt werden können. Diese und weitere Eigenheiten des Spiels sowie das Kampfsystem an sich orientieren sich an der dritten Edition des Dungeons & Dragons Regelwerks. Bereits vor dem offiziellen Start des Verkaufs am 27. März stehen viele Server überall auf der Welt zur Verfügung und laden zum Mehrspielermodus ein. Woher nehmen, wenn nicht stehlen? Neverwinter Nights Enhanced Edition wird ab dem 27. März 2018 zum Preis von etwa 20 Euro auf Steam zu erstehen sein. Direkt auf der Homepage von Beamdog war und ist es möglich, das Spiel nach erfolgter Registrierung vorab zu erwerben. Die FAQ spricht davon, dass dort erworbene Spiele ebenfalls einen Steam Key erhalten. Der Preis für die Neverwinter Nights Enhanced Edition Digital Deluxe liegt aktuell bei ca. 40 Euro. Ob es auch eine Version abseits von Steam geben wird, war bei Erstellung dieses Textes nicht einwandfrei festzustellen. Ebenfalls im FAQ wird allenfalls darauf verwiesen, dass man beim Kauf über Beamdog einen Steam Key erhält. Es ist aus den Informationen dort nicht herauszuinterpretieren, ob dieser zusätzlich zu dem regulären Download einer Non-Steam-Variante angeboten wird oder ob man auch beim Kauf über beamdog.com lediglich einen Steam-Schlüssel erhält. Die Installation an sich verläuft via Steam in bekannten Rahmen.
Der mit 7,5 GB recht groß angekündigte Download schmilzt nach dem Start des Vorgangs auf lediglich 4,3 GB herunter. Das Spiel an sich startet und läuft selbst auf einem in die Jahre gekommenen Acer Aspire One 756 mit Intel HD-Chip. Allerdings verzichtet man auf einem solchen Gerät lieber auf einige der neuen Grafikoptionen. Wie immer gilt, je besser die Hardware, desto besser die Darstellung. Auch bei diesem alten Titel. Im Test zeigten weder Nvidia noch AMD oder Intel-Chips fehlerhafte Darstellungen. Eine Übertragung der Spielstände via Steam zwischen verschiedenen PCs, Stichwort Steam Cloud, scheint hingegen nicht implementiert. Zum Fazit. Kennt ihr das? Ihr grabt euer Lieblingsspiel nach Jahren mal wieder aus, habt noch die tolle Grafik, den spitzenmäßigen Sound und das realistische Gefühl im Kopf, wie das alles damals war. Und wenn ihr das gute Stück Software dann startet, fühlt ihr euch vor den Kopf gestoßen und dem Tode durch Augen- und Ohrenkrebs nahe. Fürchtet euch nicht, Neverwinter Nights Enhanced Edition kompensiert genau diese Erscheinungen und projiziert die Wunschvorstellung aus eurem Kopf nahezu identisch auf das Display vor euch. Die grafischen Verbesserungen im Vergleich zu früher lassen einen über diverse grobe Kanten hinwegsehen und auch der Support für hohe Auflösungen tut sein Übriges zur Verbesserung der Lage. Die Tonausgabe jedoch macht keinen Unterschied zur Version von 2002. Über Steam stehen verschiedene einstellbare Sprachen zur Verfügung, was deutschsprachige Spieler, die richtigen Sprachkenntnisse vorausgesetzt, mit wenigen Klicks zur leicht verbesserten englischen Synchro wechseln lässt. Alles in allem bietet die Enhanced Edition eine solide Neuauflage eines gefühlt uralten Klassikers. Interessant für Fans von Dungeons & Dragons, aber auch für Freunde der damaligen Zeit vielleicht nochmal eine Investition von einigen Euro wert. Wie eingangs erwähnt, ist eine überarbeitete Enhanced Edition eines Klassikers letztendlich mehr wert als ein professionell verhunzter Nachfolger.